Obwohl Poco Kahar wahrscheinlich auch wichtig ist. Oh, hier ist etwas. Der Valianische Graben. Ah. Erfahrungspunkte für den Valianischen Graben. Was sagen eigentlich so die Ränge? Dass er Matrose ist, dass er Matrose und Koch langsam ansteigt. Steuermann. Mhm. Aber ja, die beiden, die könnte ich theoretisch mal rausschmeißen, wenn ich wieder in einem Hafen bin. Da verbrauche ich weniger Nahrung, weil ich habe das Schiff voll belegt. Und Irena ist eigentlich ein guter Koch. Ah ja, noch habe ich genug Essen und Wasser für 50 Tage ungefähr. Na ja, komm, wir steuern jetzt direkt auf Tikawara zu. Oh, da oben ist was. Das sieht ja schon mal wieder interessanter aus. Auf jeden Fall finden wir da wieder Frischobst. Du hast ein Beklopfen an deiner Tür. Vom sanften Schaukel des Schiffes eingelöst, bist du dabei einzunicken, dass sich ein leichtes Klopfen an deiner Tür wachrüttelt. Du öffnest die Tür und triffst auf Alt Engrim. Alt Engrim räfelt dich mit vom Rum getrübten Augen an. Gockfahne allein, die den Seemann umgibt, ist fast schon genug, um dich durch ihr Einatmen betrunken zu machen. Na, du Captain, dachte, du könntest in der alten Kurie ein bisschen Gesellschaft gebrauchen, wenn du weißt, was ich meine. Alt Engrims Jünger spielen Fiesang im Kühl des Alkohol durchtrinkenden Seemanns. Wie denkst du dir dabei? Was denkst du dir dabei eigentlich? Ich kann nicht. Denk an unsere Position. Es wäre ein Fehler. Beweg deinen hässlichen Arsch aus meiner Kajüte. Na, dann komm mal rein. Ich dachte, du würdest niemals fragen. Du vielleicht, ich habe kein Interesse. Wie denkst du dir dabei? Denken? Wie meinst du das? Was hat das mit Denken zu tun, wenn du die ganze Zeit vor mir herumläufst? Dein Gegenüber rüstet die Stirn. Bin ich nicht sicher, ob das so rausgekommen ist, wie ich es gemeint habe. Ich kann nicht. Denk an unsere Position. Es wäre ein Fehler. Dein Gegenüber nickt. Verstanden. Ich werde dich nicht wieder belästigen. Du schließt die Tür und kehrst auf deinen Schreibtisch zurück. Dein... Den Grimm, oh Gott, nein. Hilfe, was war das? Warum? Tangaloas Schlund. Der übrigen Gestank pflanzlicher Verwesung macht dich darauf aufmerksam, dass hier ein Sumpf ist. Wenn du nur hineinstolpern kannst, er dehnt sich weit in der Ferne aus und ist überwachsen mit uralten Bäumen und Ranken. Es gibt nur wenige weit voneinander entfernte Flecken mit festem Boden. Diesen Sumpf zu überqueren wird wahrscheinlich viele Kilometer anstrengenden Reisens kosten. In den Sumpf vordringen. Mit Geduld und ein paar vorsichtigen Manövern gelingt es dir, dich selbst und die anderen auf festem Boden zu halten und den stinkenden Morast zu vermeiden. Ja, alle auf Athletik. Mhm. Du kommst zu einem besonders sumpfigen Bereich. Er ist umgeben von dichten Bäumen, weit und breit ist nicht ein fleckenfester Boden zu sehen. Es gibt nur einen Weg nach vorn, du musst dich durch den Sumpf hindurchkämpfen. Genau das tust du. 5 Stunden?
Ein Chor stöhnender Stimmen lässt dich erschrocken zusammenzucken. Du fährst herum, suchst nach der Quelle, doch das Stöhnen scheint aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen. Durch die Bäume entdeckst du einen schmalen, von Ring geschaffenen Wildpfad. Möglicherweise kannst du dich auf diesem Weg aus dem Wumpf befreien. Allerdings vermag niemand zu sehen, wohin der Pfad führt. Gehen wir mal den Pfad. Jo, Edda. Der Edda führt dich dank schnellem Denkens und eines guten Orientierungs sicher zum Pfad. Du hältst inne, um Atem zu schöpfen, bevor du weitergehst. Doch dir bleibt nicht länger Zeit, dich auszuruhen. Das Stöhnen wird immer lauter, kommt immer näher. Du bist umzingelt. Okay, kommt Zombies. Wenn nur Zombies kommen oder solche Aufgeblähten, da ist das nicht so schlimm. Wenn irgendwelche Geister oder Sumpflaucher kommen. Dann ist das nicht so schön. These uns are in for a walloping. Es sind nur Untote zum Glück. Okay, da sie so nah kommen. Also der da hinten, der könnte mal schneller sterben. So, dann können wir wieder umswitchen. Wo zur Hölle ist Edda? Ach, da ist Edda. Oh, da kommt noch einer. Ein Ortgast. So. What for, Cap? Das heißt sehr viel. Aye, aye. Ahoy. Guter Posthanisch, Siegel der Anthropie. Das heißt sehr viel Gefäßfleisch und Knochen. Weniger als ich erwartet habe. Pockenkappe. Ja, ein bisschen Grünzeug ist auch noch für uns drin. Federblatt und da waren Knochen. Aber ja, das fand ich jetzt gerade eher lustiger als schwierig. Wir können also den Sumpf weiter verlassen. Wir müssen uns nicht mehr um den Sumpf scheren. Yay. Oh, hier sind auch noch vergessene Katakomben. Die Überbleibsel eines Turms liegen vor dir. Gebiet absuchen. Sein und Enterhaken. Weitersuchen. Schlacke. Und weitersuchen. Zauberbuch des Elementaristen. Goldsuhl. Oh, nicht schlecht. Tank der Abgestimmten selbst. Und das war's. Da wäre übrigens noch mehr Wasser, das können wir aber auf dem Rückweg holen.
Unterhalb von dir liegt ein üppig begrüntes, enges Tal. In der Ferne denkst du ein überwuchertes Gebäude aus Steinen an der Seite des Tals. Vor diesem Steinbild breitet sich ein weites Feld aus, übersehen mit uralten Sockeln und Hügeln von zersplitterten Steinarbeiten. Als du näher rankommst, stellst du fest, dass das Steingebäude in Wirklichkeit der Eingang zu einer Gruft ist. Der Eingang ist dick mit Schlamm bespritzt und feucht und glitschig wie mit Schweiß bedeckte Haut. Denn jetzt setzt du deinen Weg hinein fort. Also noch mehr Untote. Ja, sieht nach Untoten aus. Gehen wir mal ganz dezent oben lang. Ach du meine Fresse. Okay. Das habe ich mir jetzt nicht so einfach vorgestellt. Oh nein. Warte mal, du kannst doch... Hä? Ach, Edda ist kontrolliert, okay. Heiz dich mal, sicherheitshalber. Fenrir, das ist nicht so gut. Alof. Mach das hier mal. Dann mach mal Steinschild auf dich. So, der ist weg, der Dagul. What can I do? Very well. Palagina heil ich noch mal selber. Can't make a dent. So, der Fanatiker ist weg. Und der letzte Darkwood ist weg. Und wir haben Level-Ups. Okay, du kriegst Findigkeit hoch.
Und Mechanik. Hey, wir haben eine neue Kraftstufe erreicht. Auch gut. Tödliche Überraschung. Was haben wir hier? Ah, Fernkampfverteidigung, das ist gut.